Guten Abend, mein Name ist Hans Saalwender. Ich bin Sektionsleiter für Hämatologie in der Asklepios Klinik in Altona. Ich freue mich, heute über den Krebs des Blutes berichten zu dürfen und Ihnen einige Bilder hier zu zeigen zu dürfen. Wie Sie hier sehen, mein Eingangsbild. Wie ich gestern auf einer Facebook-Seite zum Thema multiplen Myelom gesehen habe, wurde auch mein Vortrag heute dort angekündigt. Mein Ziel war heute eigentlich eher über Leukämien zu sprechen und auch das multiple Myelom zu erwähnen. Falls Sie jetzt mehr zu dieser zweitgenannten Erkrankung wissen wollen, etwas enttäuscht sind, wenn der Schwerpunkt heute nicht multiples Myelom heißt, dann möchte ich Sie hinweisen auf unseren Patiententag am 8. November hier in der Klinik, wo außer mir noch Professor Goldschmidt aus der Uniklinik in Heidelberg einen Vortrag halten wird zum multiplen Myelom ausnahmslos. Natürlich, aufgrund von Corona werden wir bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Wir wissen noch nicht, wie weitreichend die sind. Deswegen möchte ich Sie bitten, wie unten hier auf dieser Ankündigung steht, sich da kurzfristig nochmal zu informieren auf der Homepage der Selbsthilfegruppe, die diesen Patiententag mit ausrichtet. Und Sie müssen sich natürlich dafür anmelden. Aber nun zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist der Krebs des Blutes und des Knochenmarks. Hier sehen Sie als erstes mal normales Blut in einem Blutröhrchen. Das setzt sich zusammen aus verschiedenen Blutzellen. Zum Beispiel die roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten, oder die kleinen Blutblättchen, die Thrombozyten, und die weißen Blutkörperchen. Als vor über 100 Jahren die ersten Pathologen diese Zellen gefärbt haben, waren diese Gruppe der Zellen einfach weiß. Aber diese Gruppe von Zellen sind viel unterschiedlicher als die roten Blutkörperchen oder die Thrombozyten. Also wir haben bei den Leukozyten sehr unterschiedliche Zellen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Zum Beispiel die Granulozyten und deren Vorstufen, die eher dazu sind, Bakterien zu bekämpfen oder Bakterien aufzufressen. Das sind auch die Zellen, die die Eiter produzieren können, also auch abgestorbenes Gewebe abbauen können. Und die Lymphozyten, die eher spezialisierte Zellen des Immunsystems sind und Infektionen bekämpfen. Wie Sie jetzt hier in der Mitte sehen, das sind Blutröhrchen von einem Patienten mit einer Leukämie. Leukämie heißt so viel wie weißes Blut. Vor über 100 Jahren hat man tatsächlich gedacht, es wäre eine Eiterung des Blutes, was betrachtet man jetzt nur die Zellen gar nicht komplett falsch war, weil tatsächlich in einigen Fällen zumindest diese Zellen, die Eiter produzieren, auch hier vermehrt sein können. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei einer Eiterung des Blutes, wie vermutet wurde, eine Infektion zugrunde liegt, während wir hier, so war es dann wirklich bei der Leukämie, eine bösartige Vermehrung dieser Zellen haben, die ganz ohne Infektion so stark vermehrt ist, dass das Blut tatsächlich heller geworden ist. Und wie Sie sehen, wenn man einen Moment wartet und die Zellen sich absetzen lässt, sieht man sogar diesen weißen Überstand. Auf der linken Seite oder auf beiden Seiten dieses Blutröhrchens habe ich Ihnen jetzt mal Bilder aus dem Mikroskop gezeigt, wie wir die Zellen also unter dem Mikroskop sehen. Auf der linken Seite diese blassroten Zellen, das sind die Erythrozyten. Ich kann Ihnen das, glaube ich, auch hier zeigen. Hier diese Erythrozyten. Die Thrombozyten sind sehr klein. Die sieht man meist gar nicht, irgendwo dazwischen vielleicht. Aber was jetzt auffällt, ist diese weißen Blutzellen genannt. Die sind hier auf diesem Bild gar nicht weiß, sondern eher so blau. Und diese Zellen sind sehr, sehr unterschiedlich, insbesondere im Knochenmark. Wir haben hier kleine mit einem großen Kern. Wir sehen hier zum Beispiel, das dunklere ist der Kern, außenrum das ist die gesamte Zelle. Und dann haben wir, wie gesagt, kleine mit einem sehr dunklen Kern. Dann haben wir hier etwas größere. Dann haben wir solche gebogenen, manchmal auch gefalteten Zellen. Da sehen Sie, dass diese weißen Blutzellen sehr, sehr unterschiedlich sind. Wie gesagt, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt das Bild von einem Patienten mit einer Leukämie. Links war das normale Knochenmark. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild von einem Patienten mit einer Leukämie. Und was jetzt auffällt, dass diese Zellen, diese Leukozyten, jetzt plötzlich alle sehr ähnlich aussehen, wenn nicht sogar gleich aussehen. Die
stammen aus einer Ursprungszelle und davon stammen sie, wie gesagt, ab und vermehren sich, teilen sich und sehen dann gleich aus. Der wesentliche Unterschied zu anderen Krebserkrankungen, zum Beispiel von Organen, ist, dass wenn Sie einen Krebs, einen Tumor der Leber haben, dann sieht die Leber erstmal homogen, einheitlich schön aus. Und wenn sich dort ein Krebs bildet, dann sieht das aus, als würde der das Bild stören. Also als würde da was nicht dorthin passen. Während hier, um in der Hämatologie, also das ist die Lehre von Bluterkrankungen, insbesondere hier Lehre von bösartigen Bluterkrankungen, ist es andersrum. Das links, wo komplett durcheinander aussieht und gestört, das ist der Normalzustand. Dann, wenn das Ganze eher einheitlich, homogen aussieht, dann stimmt was nicht und das ist das Auffallende. Und dann diagnostizieren wir diese Leukämie. Mit welchen Symptomen kommen die Patienten dann zu uns? Das ist ganz unterschiedlich, erklärt sich aber daraus, dass bei der Leukämie, wie gesagt, eine dieser Zellen oder dieser Zellarten sich vermehrt oder vermehrt. Und dadurch, nicht nur, dass es davon zu viel gibt, sondern dadurch werden auch die anderen Blutzellen oder Zellen des Blutes unterdrückt und dadurch vermindert gebildet. Dann gibt es zum Beispiel einen Mangel an den Erythrozyten, also an den roten Blutkörperchen, die eigentlich dazu da sind, den Sauerstoff im Körper zu transportieren. Das kennen Sie vielleicht vom Blutdoping, wenn irgendwelche Ausdauersportler versuchen, einen höheren Anteil von roten Blutkörperchen in ihrem Körper zu haben. Hier in dem Fall durch die Leukämie wird die Produktion der Erythrozyten vermindert. Was sie hat, aber manchmal auch nur eine Blässe. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine junge Patientin, die fiel nur dadurch auf, dass ihre Freundin ihr gesagt haben, sie sei seit einiger Zeit so blass. Und dann ging sie zum Arzt, der machte ein Blutbild und fand dann diese Leukämie. Aber auch eine Schwäche, allgemein eine Schwäche, Leistungsminderung, solche Dinge. Als nächstes kann es zu einem Mangel der Blutblättchen, der Thrombozyten kommen. Hier kann es, da die Thrombozyten zur Blutbildung notwendig sind, also wenn sie sich schneiden, gibt es verschiedene Stoffe, verschiedene Eiweiße auch im Blut, aber unter anderem halt auch diese Thrombozyten, die dann dazu führen, dass diese Wunde verschlossen wird. Und das findet halt hier nicht statt, wenn diese Thrombozyten vermindert sind, weswegen es zu Blutung kommen kann. Typischerweise hierbei zu so stecknadelkopfgroßen oder flohstichartigen Blutungen an den Unterschenkeln und manchmal auch Zahnfleischbluten. Wir haben auch einige Patienten, die kommen über den Zahnarzt, dass sie Schwierigkeiten mit dem Zahnfleisch hatten. Und wenn er daran manipuliert, fängt es plötzlich an zu bluten. Und auch dann ist es immer wichtig, ein Blutbild zu machen, um herauszufinden, woran es liegt. Dann, scheinbar missverständlich, was ich hier geschrieben habe, ein Mangel an Leukozyten. Das betrifft die einzelnen Untergruppen der Leukozyten. Natürlich ist bei einer Leukämie typischerweise eine Gruppe der Leukozyten vermehrt. Aber die anderen können vermindert sein, was dazu führt, dass es zu gehäuften Infekten kommt, also Infektionen, dass der Patient dazu neigt, Virusinfekte zu haben oder auch eine Lungenentzündung. Viele Patienten kommen mit Lungenentzündung als erstes Symptom zu uns ins Krankenhaus. Jetzt gibt es ganz verschiedene Leukämien. Hier im Hintergrund habe ich nochmal dieses Blutröhrchen. Dass sich so viele weiße Blutzellen bilden, ist sogar eher selten. Das tritt bei Leukämien auf, die eher langsam sich entwickeln, dass sich der Körper daran anpassen kann, eher einen chronischen Verlauf haben. Also chronisch bedeutet in dem Fall, die weißen Blutzellen vermehren sich. Das ist aber eine Sache von Wochen, Monaten. Auf der anderen Seite gibt es die akuten Leukämien. Bei den akuten Leukämien ist es so, dass die Zellen sich innerhalb kürzester Zeit rasant vermehren, man einen Anstieg der weißen Blutzellen manchmal von einem Tag auf den anderen sieht. Dann unterteilen wir diese Leukämien noch
in lymphatisch und myeloisch. Die lymphatischen Leukämien, wie gesagt, wir setzen das jetzt zusammen, lymphatisch und akut, heißt dann akute lymphatische Leukämie oder ALL, ist zum Beispiel die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern. Kann man aber auch gut bei Kindern behandeln mit einer sehr, sehr hohen Heilungschance. Daneben habe ich Ihnen hier aufgeschrieben mit einer CLL, das bedeutet eine chronische lymphatische Leukämie. Das ist eher eine Erkrankung des älteren Menschen. Und da ist es ganz besonders so, dass diese Zellen sich vermehren über Jahre manchmal und deswegen allein auch gar nicht behandelt werden muss. Und erst wenn Komplikationen hinzutreten, müssen diese Patienten behandelt werden. Aber viele dieser Patienten, weil diese Erkrankung sich so langsam entwickelt und deswegen, ich sag jetzt mal, flapsig, so gutartig, so gutmütig sich verhält bei vielen Patienten, muss oftmals über lange Strecken gar nicht behandelt werden. Dann kommen wir zu den myeloischen Leukämien. Diese akute myeloische Leukämie, die AML, ist die häufigste akute Leukämie bei älteren Patienten, kann auch bei jüngeren Patienten, auch bei 30-Jährigen auftreten, aber tritt oftmals auch bei älteren Patienten auf. Und das ist die Erkrankung, wo es sehr schnell voranschreitet, weil sehr schnell die Zellen, die man zum Leben braucht, die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten zum Beispiel, unterdrückt werden, was dann sehr schnell zu diesen vorgenannten Symptomen führt. Die chronisch-myeloische Leukämie ist nun wieder eine Erkrankung, wo diese Zellen sich langsam entwickeln und sehr, sehr hohe Zahlen erreichen können. Die Anzahl der Leukozyten im Blut beträgt normalerweise 4.000 bis 10.000 pro Mikroliter Blut. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie können wir 500.000 und noch höhere Zahlen erreichen oder bei den Patienten sehen. Zu der Gruppe der Blutkrebserkrankung oder der Knochenmarkkrebserkrankung gehören dann auch die Lymphome. Die chronisch-lymphatische Leukämie ist das Bindeglied, wird oftmals zu den Lymphomen gezählt, manchmal zu den Leukämien. Also hier gibt es Übergänge. Die Lymphome sind auch Erkrankungen der lymphatischen Zellen, befinden sich aber meist in den Lymphknoten, manchmal in der Milz, aber auch im Knochenmark. Deswegen habe ich den Begriff Knochenmarkkrebs verwandt. Eine spezielle Variante ist auch das Multiple Myelom, ich habe es vorhin kurz erwähnt, oder umgangssprachlich auch Plasmozytom genannt. Hierzu habe ich Ihnen auch dieses eine Bild hier noch mitgebracht. Hier sehen wir einen Patienten mit einem Multiplen Myelom. Das sind typischerweise diese blauen Zellen hier vermehrt, so Zellen, wo der Zellkern am Rande der Zelle liegt und hier neben dem Zellkern so eine Aufhellungszone ist. Das sind die typischen Plasmazellen beim multiplen Myelom. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier ist eine und da oben ist eine und hier, kommen wir auf etwa 50%. Normal bei gesunden Patienten beträgt der Anteil etwa 2 bis 3%. Aber Sie sehen, diese Situation kann sich über Monate, manchmal über Jahre entwickelt haben, dass wir nebendran doch noch eine ganze Reihe von diesen gebogenen Zellen haben oder diesen geteilten. Das sind Zellen, die wichtig sind für die Infektionsabwehr. Das heißt, die normale Blutbildung, hier sehen wir auch viele von den roten Blutzellen, von den Erythrozyten, die normale Blutbildung ist hier nicht komplett unterdrückt. Das heißt, unter bestimmten Umständen kann es sein, dass auch diese Erkrankung, diese bösartige Erkrankung, nicht behandelt werden muss. Beim multiplen Myelom tritt über die Verdrängung der normalen, der gesunden Blutbildung hinaus auch andere Probleme auf, dass diese spezielle Art der lymphatischen oder Erkrankung des Immunsystems, dass bei dieser speziellen Erkrankung diese Zellen im Knochenmark sitzen, sich dort vermehren und irgendwann anfangen, auch den Knochen aufzulösen oder Eiweiße produzieren, die zu Nierenschäden führen können. Das ist aber ganz speziell nur bei multiplen Myelom. Das ist bei den anderen Leukämiearten doch eher nicht der Fall. Jetzt kommen wir zur Behandlung. Die Behandlung, finde ich, ist hochgradig spannend und ist ja auch Teil meines Vortragstitels heute gewesen.
Hier habe ich auch wieder den Zeitverlauf der Therapie des multiplen Myeloms herangezogen, ist aber hochgradig vergleichbar mit der Entwicklung auch bei anderen oder bei den Leukämiearten. Nämlich beginnend, dass viele dieser Erkrankungen vor etwa 150 Jahren entdeckt wurden und es dann verzweifelte Versuche gab, diese hier zum Beispiel mit Rhabarber und Orangenschalen zu behandeln, was allerdings nicht zum Erfolg führte. Ein großer Fortschritt bei der Behandlung von solchen lymphatischen Erkrankungen oder Leukämien fand dann statt nach den Weltkriegen. Im Ersten Weltkrieg wurden ja leider Gifte eingesetzt, um andere Soldaten zu schädigen. Und es gab aber damals bereits Ärzte, die diese Soldaten behandelt haben, denen fiel auf, dass durch diese Vergiftung es dazu kam, dass die weißen Blutzellen im Blut vermindert waren, auch im Knochenmark vermindert waren, und diese Soldaten und dann auch Patienten zu Infektionen neigten. Der eine oder andere Kollege kam dann auf die schlaue Idee, dass man sagte, dann man könnte doch dieses Gift einsetzen, um Erkrankungen zu behandeln, bei denen das Wesen der Erkrankung eine Vermehrung der weißen Blutzellen ist. Natürlich nicht in den giftigen Dosen, die in den Kriegen eingesetzt wurden, sondern in geringeren Dosen. Aber getreu dem Schema, die Dosis allein macht das Gift, was schon Paracelsus vor 500 Jahren so sagte, wie wir auch in ganz anderen Bereichen der Medizin zum Beispiel sehen und nutzen. Bei der Behandlung von Herzschwäche haben wir das Gift des Fingerhutes eingesetzt. Oder zum Beispiel setzen wir auch die Eibe, um so ein Extrakt der Eibe ein zur Behandlung von anderen Krebserkrankungen. Was man dann hier sah, dass diese Medikamente, die aus diesen Giften da in den Kriegen entwickelt wurden, angefangen haben. Das waren die ersten Schritte der Behandlung. Es gab nicht immer Erfolge. Wir haben hier zum Beispiel das Uretan, was in den 40ern die Standardtherapie war beim multiplen Myelom, weil man den Eindruck hatte, ja, das wirkt, denn die Werte werden besser bei den Patienten. Aber man hat dann wir nennen das randomisierte Studie gemacht. Man hat also eine vergleichende Studie gemacht mit einer anderen Substanz. Und man hat in dieser Studie mit dem Uretan als Vergleichspartner für diese Chemotherapie Cola-Sirup verwandt. Das Überleben der Patienten war mit Cola-Sirup nicht schlechter, war eher besser. Möglicherweise hat das Uretan einen gewissen Effekt gehabt, aber hatte offensichtlich auch eine Giftigkeit, die dazu führte, dass eine wahrscheinlich wirkungslose Behandlung mit dem Cola-Sirup besser war. Die erste erfolgreiche Substanz war dann hier das Melphalan, also eines dieser giftigen Substanzen. Diese giftigen Substanzen, wie gesagt, entwickelten sich so in den 40ern und in den 50er Jahren. Und zur Serienreife, dass man es wirklich mit Erfolg einsetzen konnte, war dann Anfang der 60er. In dieser Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 40er Jahren, gab es aber auch ganz andere Ansätze und teilweise zufällige Entdeckungen. Zum Beispiel ein Herr Faber, ein Pathologe aus den USA, festgestellt, dass man mit Folsäure bestimmte Blutarmuten, bestimmte Anämien behandeln kann. Und wie ich Ihnen gezeigt habe, bei der Leukämie haben die Patienten auch oftmals eine Blutarmut, eine Anämie. Und er hat dann auch bei Kindern mit einer akuten lymphatischen Leukämie auch diese Folsäure eingesetzt, in der Hoffnung, dass die Blutarmut beseitigt wird oder gelindert wird. Aufgenommen hat durch die Gabe von Folsäure und schloss daraus, dass offensichtlich die Leukämie mehr von der Folsäure profitiert als die roten Blutkörperchen. Der Schluss war dann, dass man einen Gegenspieler der Folsäure entwickelt und diese, wir nennen es Folsäure-Antagonisten, ist bis heute ein wichtiges Medikament bei der Behandlung von Lymphomen oder dieser akuten lymphatischen Leukämie. Dann kam auch in den 60er Jahren die Idee auf, Cortison einzusetzen. Cortison, Nebennierenhormon, wie Sie alle kennen, zur Behandlung von Allergien und Asthma oder solchen Dingen. Und
Das Cortison hat viele, viele Nebenwirkungen. Und deswegen wurden davon Abkömmlinge entwickelt, sogenannte Glukokortikoide, Steroide, die weniger Nebenwirkungen hatten. Und auch diese Steroide haben heute einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert und werden ganz überwiegend zur Behandlung von Lymphomen oder auch der akuten lymphatischen Leukämie eingesetzt. Dann kamen die 90er. Die 90er waren davon geprägt von der Ansage, viel hilft viel. Man hat dann gesagt, okay, wenn Melphalan in dem Fall hilft, dann hilft vielleicht viel Melphalan noch mehr. Man hat diese Substanz dann bei lymphatischen Erkrankungen, auch bei der chronischen lymphatischen Leukämie oder halt bei multiplen Myelom eingesetzt und die Dosis gesteigert. Man fand dann als Nebenwirkung, dass die Blutbildung des Patienten sich nicht mehr erholte und die Patienten in Folge der Therapie verstarben und sagte, okay, grundsätzlich wirkt das, aber was machen wir denn, dass wir die Blutbildung des Patienten nicht zerstören? Und dann kam man auf die Idee, ein Knochenmark oder eine Blutbildung von einem Spender zu übertragen. Was man damals noch nicht so wusste, ist, dass man nicht nur die Blutbildung von einem Spender überträgt mit dieser Fremdspendertransplantation, dieser allogenen Transplantation, sondern auch Teile dessen Immunsystems. Dieses Immunsystem wird heute durchaus auch nützlich eingesetzt, weil dieses zusätzlich diese Erkrankung bekämpfen kann. Das ist aber eine verantwortungsvolle Aufgabe und muss halt in spezialisierten Zentren gemacht werden, weil wenn dieses transplantierte, dieses übertragene Immunsystem des Spenders aggressiv wird, dann kann es dazu führen, dass der Patient an den Folgen dieser Abstoßungsreaktion stirbt. Das passiert auch damals so dass man sagt, okay, mit einer Übertragung von fremdem Knochenmark, das war eine Sackgasse. Deswegen sagte man, okay, wir können doch die Blutbildung des Patienten in Sicherheit bringen. Das hat man in den 80ern auch so gemacht und ich habe vor knapp 30 Jahren angefangen, solche Patienten mit multiplem Myelom zu behandeln. Dann haben wir es tatsächlich noch so gemacht, dass wir die Blutbildung, die im Knochenmark stattfindet, entnommen haben mit einer Knochenmarkentnahme. In den Folgejahren haben wir dann gelernt, dass es auch möglich ist, dass wir die Blutbildung des Patienten mit 2-3 Tricks in die Blutbahn locken und von dort viel einfacher entnehmen können und für den Patienten viel, viel gefahrloser. Das war der Beginn der autologen Transplantation, der Eigentransplantation. Hierbei, großes Wort für diese Behandlung, hierbei geht es aber nicht um die Übertragung des Patienteneigenen Blutbildung. Die ist eigentlich nur in Sicherheit gebracht, dann kommt die Behandlung und anschließend wird die patienteneigene Blutbildung wieder zurückgegeben. Die Behandlung findet dazwischen statt. Die Behandlung ist die Hochdosis Chemotherapie, die, wie gesagt, bei vielen dieser Erkrankung in den 90ern eingesetzt wurde und nicht nur dort, auch bei Patienten mit Brustkrebs zum Beispiel, was heutzutage einen großen Teil verlassen wurde und die letzte Bastion, die Erkrankung, wo das sehr häufig heute noch eingesetzt wird, ist das multiple Myelom. Dann kam es Ende der 90er zu einer auch zufälligen Entdeckung, dass nämlich eine Substanz aus einem ganz anderen Bereich zufällig bei dieser bösartigen Erkrankung, hier in dem Fall, wie gesagt, multiples Myelom, eingesetzt wurde, das Thalidomid, besser bekannt als das Kondagan. Das Kondagan kennen Sie aus den 60ern, ein Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit oder Schlafmittel. Später auch zur Behandlung der Lepra eingesetzt. Hat hier eine Renaissance erfahren als Ende der 90er. Vor allem Bart Barlogi aus Little Rock in den USA entdeckte, dass dieses Medikament diese Erkrankung zurückdrängen kann, dieses multiple Myelom zurückdrängen kann. Wenige Jahre später kam es dann zur direkten Entwicklung eines sogenannten Proteasominhibitors, ein speziell entwickeltes Medikament, um bestimmte Abläufe der Tumorzellen zu blockieren. Und diese beiden Medikamente waren die Ursubstanzen für die Entwicklung neuer Substanzen, die darauf aufbauten, genetische oder nicht genetische, sondern chemische Weiterentwicklung. Diese beiden Säulen sind bis heute die Behandlungssäulen. Und
auch wenn es da Weiterentwicklung gibt. Thalidomid ist die Weiterentwicklung, heißt dann Revlimid oder Pomalidomid. Und bei dem Bortezomib sind die Weiterentwicklung Carfilzomib, Ixazomib. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist, die erfolgreiche Entwicklung neuer Substanzen bei diesen bösartigen Erkrankungen war geprägt von Erfahrung, von schlechten Erfahrungen und die richtigen Schlüsse draus gezogen mit diesen Giften aus den Weltkriegen, dann Glück oder Zufall. Und das war alles in einem Zeitraum von hier vielleicht 40 Jahren zwischen dem Weltkrieg bis zum Jahr 2000. Und die ganzen neuen Fortschritte, die erfolgreichen neuen Therapien, die zielgerichteten Entwicklungen, die zielgerichteten Therapien, das sind alles Entwicklungen der Neuzeit. Das sind Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Das ist alles relativ frisch. Hier nochmal ein gutes Beispiel, wie wichtig ist es ist, diese neuen Entwicklungen im Rahmen von Studien durchzuführen. Man hat, wie gesagt, bereits seit den 60ern eine Kombination aus Melphalan und Prednison therapeutisch eingesetzt, aber dann über die 70er, 80er, 90er alle möglichen verschiedenen Chemotherapeutika ausprobiert. Und dann hat man Ende der 90er eine Studie gemacht, wo diese alte Therapie mit dem, was zwischenzeitlich entwickelt wurde, verglichen wurde. Dieses Diagramm sehen Sie immer wieder als Ergebnis von Studien. Hier wird untersucht, wie lang ein Patient nach einer Behandlung lebt. Hier oben sind die Jahre und hier sind, wie viel Prozent der Patienten am Leben sind. Je weiter die Kurve nach rechts oben geht, umso länger leben mehr Patienten. Also hier sehen, das ist nicht eine Kurve, das sind zwei. Das heißt, die ganzen Entwicklungen, die ganzen hoffnungsvollen neuen Therapien in den 80ern und 90er Jahren haben nicht mehr gebracht als das, was man bereits in den 60ern eingesetzt hat. Deshalb nochmal, wie wichtig es ist, Studien durchzuführen, die das, was wir glauben, was besser ist, auch wirklich untersuchen, ob es wirklich besser ist. So, jetzt habe ich schon oft Chemotherapie genannt. Was ist überhaupt Chemotherapie? Viele Substanzen, die wir einsetzen, sind chemisch und sind eine Therapie. Das, was wir in dem Zusammenhang mit Krebserkrankungen und der Chemotherapie verstehen, sind diese eher älteren Substanzen, die in die Zellteilung eingreifen, verhindern, dass sich Zellen teilen, an ganz unterschiedlichen Ansätzen und dass die DNA oder die RNA sich nicht neu zusammensetzen kann. Und all diese ganz verschiedenen Ansätze, am Ende des Tages geht es darum, dass sich die Zellen, die bösen Zellen, die sich typischerweise schneller teilen als gesunde Körperzellen, halt eben nicht teilen und dadurch der Tumor unterdrückt wird, gebremst wird und am besten zerstört wird. Diese Therapien werden oftmals oder wurden oftmals nach dem Prinzip viel hilft, viel eingesetzt, wie ich Ihnen vorhin am Beispiel der Hochdosistherapie gezeigt habe. Es gibt aber auch komplett andere Ansätze. Auch das gar nicht mehr so sonderlich neu, wie ich Ihnen gesagt habe. Dieses MTX heißt Methotrexat und ist der Gegenspieler der Folsäure. Also eines Folsäure ist ein Vitamin, verwandt zu den B-Vitaminen, wenn Sie alle kennen. Und dessen Gegenspieler ist, wie gesagt, ein wichtiges Medikament zur Behandlung von verschiedenen Leukämien oder Lymphomen. Dieses ATRA heißt Altransretinolsäure und ist ein Derivat von Vitamin A. Dieses Medikament kann eine spezielle Art der akuten Leukämie, eine akute Leukämie, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die sich innerhalb von Tagen oder Wochen, wenigen Wochen entwickelt und zum Tod des Patienten führen kann, kann dieses Medikament zurückdrängen und in Kombination mit Arsen zum Beispiel auch ohne klassische Chemotherapie den Patienten heilen. Das ist für eine spezielle Unterart der akuten myeloischen Leukämie ein ganz wichtiges Medikament, wo durch die Heilungschancen der Patienten für diese spezielle Untergruppe, wir nennen sie eine M3-Leukämie, doch erheblich gesteigert wurde in Größenordnung von 80% und mehr. Und Cortison oder die Steroide, die ich schon kurz erwähnt hatte. Nochmal zurückzukommen auf Studien, wie wichtig das ist. Studien laufen immer so ab. Sie haben eine Therapie, die Sie als Standardtherapie ansehen. Und dann haben Sie eine neue Therapie, von der Sie glauben, dass sie besser ist. Ich habe hier
eine Studie gewählt von unserer eigenen Studiengruppe, der GMMG-Studiengruppe. Die Studienleitung sitzt in der Universitätsklinik in Heidelberg, Professor Goldschmidt, die haben vorhin schon mal erwähnt. Und das machen die 50 größten Kliniken in Deutschland, nehmen daran teil. Ganz wichtig, dass es Verbünde sind, dass es große Studiengruppen sind, weil diese Erkrankungen sind selten. Diese Erkrankungen betreffen meist nur 1, 2, 3% der bösartigen Erkrankungen. Und jedes Krankenhaus hat relativ wenig. Beim multiplen Myelom zum Beispiel ist es jetzt hier eine Ausnahme. Das ist unser besonderer Schwerpunkt. Aber wir haben als zweiten Schwerpunkt auch die Behandlung der akuten Leukämien. Und dennoch ist es so, dass wir nicht hier bei Asklepios alleine neue Medikamente entwickeln, sondern immer im Verbund mit anderen spezialisierten Zentren. Und wie Sie hier sehen können, haben wir zwei verschiedene Therapieregime eingesetzt. Das damals herkömmliche und das, was wir glaubten, was besser ist, unter Hinzunahme eines sogenannten Proteasominhibitors. Was Sie hier sehen, ich sagte, die Therapie ist umso besser, wenn die Kurve weiter rechts oben verläuft. Links unten ist schlechter. Ich zeige Ihnen das nur als Beispiel. Ich will Ihnen gar nicht so viele Studien zeigen, weil im Prinzip sehen die Kurven immer ähnlich aus. Die Kurven unterscheiden sich vor allem am Maßstab. Wenn die Zeitspanne hier unten nicht wie in dem Fall 10 Jahre betrifft, sondern nur 2 Jahre, kann die Kurve genauso unterschiedlich sein, obwohl die Therapie viel schlechter wirksam ist. Das Prinzip will ich Ihnen heute Abend zeigen. Alle Studien, die zur Zulassung von einem Medikament führt, haben einen ähnlichen Verlauf für das, wir nennen das krankheitsfreie Überleben oder das Gesamtüberleben. Und wir haben hier diese Studie untersucht und diese rote Kurve, das war das neue Medikament, konnten wir zeigen, das ist etwas besser als die damals herkömmliche Therapie. Wenn wir jetzt aber Untergruppen gebildet haben, bei Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einer bestimmten genetischen Veränderung, dann war es plötzlich so, dass die Patienten dramatisch davon profitiert haben. Hier sehen Sie, es waren 4 Kurven, weil hier oben die beiden Kurven sind Patienten ohne diese ernste, die Krankheit verschlechternde genetische Veränderung. Aber diese beiden anderen Kurven sind ohne das neue Medikament, mit dem neuen Medikament. Mit dem neuen Medikament wurde der Schrecken dieser genetischen Veränderung, diese Deletion 17 war das hier bei multiplen Myelom, komplett aufgehoben. Der Verlauf, das Überleben der Patienten war auch nach 10 Jahren und länger immer noch genauso wie bei Patienten ohne diese genetische Veränderung. Das heißt, wir haben Medikamente mittlerweile an der Hand, die nicht einfach nur so durch die schiere Giftigkeit alles Mögliche zerstören, sondern ganz gezielt bei bestimmten Patientengruppen, Patientenuntergruppen in großem Maße hilfreich sein können. Das leitet uns über zu den zielgerichteten Therapien. Das ist heutzutage eigentlich die Hoffnung, dass wir zielgerichtete Therapien haben, dass wir eine individualisierte Therapie haben, also für jeden Patienten eine für ihn optimale Therapie und zielgerichtete Therapien. Zum Beispiel gibt es bei der chronischen myeloischen Leukämie eine ganz bestimmte genetische Veränderung, die dazu führt, dass der Patient diese bösartige Erkrankung hat. Und da gibt es seit mittlerweile auch einer ganzen Reihe von Jahren ein Medikament oder mittlerweile von verschiedenen Herstellern Medikamente, die genau diese genetische Veränderung und die dadurch bedingte Veränderung des Stoffwechsels, sage ich jetzt mal, in den Zellen blockiert. Das 1 bis 2 Tabletten am Tag geschluckt und die Leukämie verschwindet. Diese Patienten mussten zuvor mit einer hochgiftigen Fremdspendertransplantation behandelt werden. Und diese Therapie hat diese Fremdspendertransplantation nahezu komplett ersetzt. Diese Medikamente haben auch Nebenwirkungen, aber werden eigentlich relativ gut vertragen. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile Alternativen, dass man diese Medikamente bei Nebenwirkungen austauschen kann, aber auch, wenn es eine nicht mehr wirkt. Das sind, wie gesagt, einfache Tabletten, die eine aggressive Chemotherapie ersetzt haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass bei bestimmten Leukämien, hier zum Beispiel eher die akute myeloische Leukämie, dass die Leukämie vorliegt, aber
der Verlauf der Leukämie ganz unterschiedlich ist, je nachdem, ob bestimmte genetische Veränderungen hinzutreten, die dazu führen, dass die Erkrankung einen aggressiveren Verlauf nimmt oder dass die Erkrankung gegen herkömmliche Therapien schlechter anspricht. Und auch hier wurden bei der akuten myeloischen Leukämie hochspezifische Medikamente entwickelt, gerade kürzlich gegen bestimmte genetische Veränderungen, die dazu führen, dass die Zellen sich zum Beispiel schneller teilen. Also diese Zellen sollen sich ja teilen im gutartigen Zustand, aber dass sie sich so rasant teilen und die normale Blutbildung unterdrücken, das ist das Krankhafte. Und das können heutzutage zielgerichtete Therapien auch bei der akuten myeloischen Leukämie. Wie gesagt, diese zielgerichteten Therapien sind vor allem dann sinnvoll, wenn wir bei der Erkrankung eine spezielle genetische Veränderung finden, die dazu führt, dass bestimmte Stoffwechselwege überaktiv sind, dass wir diese blockieren sind, oder dass sie spezifische Stofferkrankung überhaupt bösartig ist. Und dahin geht die Entwicklung. Ich werde Ihnen gleich noch hier zu mehr zeigen. Und das Ganze gipfelt im Moment in zielgerichteter Immuntherapie. Wir setzen also das Immunsystem, insbesondere auch des Patienten, ein, um seine Erkrankung zu behandeln. Wie gesagt, man kann das machen mit einer Fremdspendertransplantation, mit der Übertragung eines fremden Knochenmarks oder Blutstammzellen eines Spenders auf den Patienten, was dazu führt, dass dann das Immunsystem des Spenders auf den Patienten übertragen wird und dies neue Immunsystem die Erkrankung behandeln soll. Grundsätzlich haben wir ja Zellen in uns, ein Immunsystem in uns, was böse Zellen erkennen sollte und diese bekämpfen sollte, was aber bei bestimmten Leukämien zum Beispiel nicht funktioniert, weil diese Leukämien dieses Immunsystem unterdrücken können. Und das versucht man zu umgehen durch diese Fremdspendertransplantation, wo zusätzlich zu der Chemotherapie, die meist im Zusammenhang eingesetzt wird, auch noch dieser Immuneffekt funktioniert. Aber das Neue, das Bessere, das Hoffnungsvollere im Moment ist eine Immuntherapie auf der Basis von der Nutzung des patienteneigenen Immunsystems. Begonnen hat vieles damit, dass Paul Ehrlich bereits vor 100 Jahren entdeckt hat, dass Zellen an ihrer Oberfläche bestimmte Veränderungen haben, die für diese Zellen spezifisch sind. Also im Prinzip, dass verschiedene Eiweißstrukturen, wenn es Antigene an der Zelloberfläche sind, wie wir hier sehen. Und hierzu gibt es bestimmte Stoffe, die hieran andocken können. Im Prinzip wie Schlüssel und Schlüssellochprinzip. Er hat es entdeckt und hat das genutzt, um unterschiedliche Zellen unterschiedlich anzufärben und sagte, es müsste doch auch therapeutisch nutzbar sein. Man müsste doch Medikamente entwickeln können, die entdecken, eine Zelle erkennen können aufgrund dieser spezifischen Oberflächenstrukturen. Und im Prinzip ein Medikament, was funktioniert wie diese berühmten Zauberkugeln. Kugeln, die ihr Ziel finden und die Umgebung in Frieden lassen. Gemutmaßt, richtig funktionieren, tut das jetzt seit 20 Jahren, mit einem Antikörper gegen lymphatische Zellen. CD20-Antikörper, der heutzutage in großem Umfang zum Beispiel auch bei der akuten lymphatischen Leukämie oder bei anderen Lymphomen eingesetzt wird. Das Problem dabei ist, Sie brauchen spezifische Oberflächenantigene, wie wir sie nennen, und spezifisch für die Tumorzellen. Es gibt bestimmte Oberflächenstrukturen, die sind nicht nur auf bösartigen Zellen, sondern auch auf Herzmuskelzellen. Dann zu behandeln würde bedeuten, dass wir auch die Herzmuskelzellen schädigen können. Das heißt, wir brauchen Oberflächenstrukturen, die spezifisch für diese Tumorerkrankung, für diese Tumorzellen sind. Und hier waren die Arbeiten von Anja Seckinger und Dirk Hose wirklich bahnbrechend. Nicht nur die Kollegen, aber auch die Kollegen konnten nämlich zeigen, dass eine bestimmte Oberflächen,
Struktur des B-Zell-Reifungsantigen, des BCMA, insbesondere bei Zellen des multiplen Myeloms oder auf Plasmazellen sind und auf anderen Zellen der Blutbildung deutlich weniger vorhanden sind. Wenn ich jetzt also ein Medikament gegen dieses Oberflächenantigen richte, Abstand in der Erkrankung habe, wo die Plasmazellen das Bösartige sind, dann habe ich meinen Therapieerfolg ohne allzu viele Nebenwirkungen. Das ist der Punkt. Mit Chemotherapie können wir auch behandeln, aber wir werden auch immer andere Zellen schädigen. Das Ziel hierbei ist spezifisch, diese bösen Zellen zu schädigen. Und hier haben wir ein Beispiel für eine Oberflächenstruktur, für ein Antigen, wo wir das Medikament spezifisch einsetzen können. Das gibt es auch bei verschiedenen Leukämien. Es gibt bei der akuten myeloischen Leukämie ein Oberflächenantigen, was mit einem sogenannten Antikörper, wir sprechen hier über Antikörper, attackiert werden kann. Antikörper binden an diese Oberflächenstrukturen und sitzen da erstmal. Und wir haben die Hoffnung, dass dadurch irgendein Effekt entsteht, was nicht immer sein muss. Manchmal, wir haben durchaus Medikamente, da wird die böse Zelle nur markiert. Und das Immunsystem muss noch zusätzlich stimuliert werden. Aber viele dieser Antikörper, dieser sogenannten monoklonalen Antikörper, finden diese Tumorzellen und aktivieren von sich heraus dann das körpereigene Immunsystem, verschiedene Arten des körpereigenen Abwehrsystems, die dazu führen oder das dann dazu führt, dass diese Tumorzellen von dem körpereigenen Immunsystem attackiert werden. Auch das muss man wieder in Studien testen. Das haben wir in unserer GMMG-Studiengruppe vor einiger Zeit gemacht. Der Aufbau, wie ich Ihnen gesagt habe, wie immer, hier oben die mehr oder minder Standardtherapie und hier unten die Therapie zusammen mit diesem Antikörper, in dem Fall zum Beispiel das Elotuzumab. Das haben wir bei einer großen Zahl, mehrere hundert Patienten, eingesetzt und warten jetzt auf die Ergebnisse. Weil die Therapien heutzutage schon so erfolgreich sind, müssen wir Jahre abwarten, um zu sehen, welche Therapie wirklich besser ist, mit welcher Therapie die Patienten wirklich länger leben. Ein anderer Antikörper wurde in dieser Studie eingesetzt, wieder dasselbe Prinzip, Standardtherapie mit dem Antikörper. Wie Sie hier sehen, wir haben jetzt gelernt, wie wir solche Kurven zu lernen haben. Rechts oben ist immer besser. Und Sie sehen hier das Überleben oder das in dem Fall heißt es PFS, progressionsfreies Überleben oder krankheitsfreies Überleben, ist viel höher durch die Hinzunahme dieses Antikörpers, der noch dazu minimale Nebenwirkungen für den Patienten hat, weil das Prinzip hier funktioniert, dass diese Eiweißkörperchen, diese monoklonalen Antikörper in der Lage sind, diese bösen Zellen, diese Leukämie oder Lymphom oder Plasmozytomzellen aufzufinden und zu zerstören. Damit nicht genug. Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, war die Entwicklung der letzten 5 Jahre etwa. Wie gesagt, in den letzten 20 Jahren haben wir neue Substanzen, zuvor im Wesentlichen Chemotherapie eingesetzt. In den letzten 5 Jahren plus X haben wir spezifische, zielgerichtete Therapien entwickelt. Was jetzt kommt, ist, diese Idee der zielgerichteten Therapie weiter zu optimieren. Und dazu gibt es 3 Schwerpunkte. Das erste ist, dass, wie ich Ihnen gesagt habe, diese Antikörper ihre Zielzelle finden, also die Zelle, die bösartige Zelle. Aber manchmal ist es so, dass da passiert nicht viel, weil das körpereigene Immunsystem einfach eingeschlafen ist. Das muss erst aktiviert werden. Und hierzu gibt es diese sogenannten bispezifischen Antikörper, die jetzt auch schon bei Leukämien eingesetzt werden und bei vielen anderen Erkrankungen auch getestet werden. Die haben also 2 Bindungsstellen. Einmal an die bösartige Zelle, aber zum Zweiten auch an spezielle Zellen des Immunsystems des Patienten und bringt die zusammen und führt dazu zu einer Aktivierung. Eine Aktivierung, die von alleine nicht stattgefunden hätte, aber durch diese Aktivierung kommt es dazu, dass diese bösartigen Zellen abgetötet werden. Ein zweiter Ansatz ist eine Kombination von einem Antikörper mit einer Chemotherapie oder, wie ich hier gesagt habe, einem besonderen Wirkstoff, der in der Lage ist, bösartige Zellen abzutöten. Das funktioniert also so, ich habe meinen Antikörper,
dieses gentechnologische hergestellte Eiweißkörperchen, was die bösartige Zelle aufsucht. Und diese Antikörper hat quasi im Rucksack eine Chemotherapie. Und diese Chemotherapie, dieses Chemotherapiekügelchen, wird nun zu diesen bösartigen Zellen hingetragen. Diese Zellen, glauben sie, werden attackiert, werden sie auch, und versuchen sich zu schützen, indem sie dieses Gesamtpaket in sich aufnehmen. Somit wirkt die Chemotherapie dann im Innern dieser Zelle und drumherum liegende Zellen oder andere Körperzellen werden dadurch deutlich Therapie, Chemotherapie dorthin zu bringen, wo sie hin soll und nicht einfach ins Blut gegossen, dass sie überall gleich stark vorhanden ist. Eine hochgradig spannende, aber im Moment auch noch nicht ganz ungefährliche, ganz neue Therapie sind diese sogenannten KT-Zellen. Hierbei wird eine spezielle Untergruppe des Immunsystems, des patienteneigenen Immunsystems gewählt, die sogenannten T-Zellen. Und diese T-Zellen, die nicht ausreichend aktiv sind gegen den Tumor, sonst hätten sie den Tumor von sich aus ja schon bekämpft, die werden nun aus dem Patienten entnommen, abgetrennt aus dem Blut des Patienten, dann gentechnologisch aufbereitet, indem sie lernen, ganz spezifisch gegen Tumorzellen zu kämpfen. Und es wird noch zusätzlich ein Aktivator eingesetzt, dass diese Zellen wieder kämpfen wollen. Und dann werden diese trainierten Zellen dem Patienten zurückgegeben, was im günstigsten Fall zu einer hohen Aktivierung des Immunsystems führt, die manchmal mit Nebenwirkungen verbunden, die mit Fieber und Blutdruckabfall einhergehen können, weswegen das in spezialisierten Zentren gemacht werden muss. Aber hocheffektiv gegen bestimmte Erkrankungen vorgehen. Zum Beispiel ist diese Therapie schon zugelassen bei akuter lymphatischer Leukämie oder auch zur Behandlung von Lymphomen und wird in wenigen Monaten hoffentlich auch für das Multiple Myelom zugelassen werden. Da diese Erkrankung Risiken birgt, muss ich es natürlich abwägen, jeweils gegen die beste alternative Therapie. Und wir haben ganz abhängig von der Erkrankung mehr oder minder viele Möglichkeiten. Deswegen bei einigen Erkrankungen gebe ich das schon beim ersten oder beim zweiten Rückfall. Bei anderen Erkrankungen wie beim multiplen Myelom ist es möglicherweise sinnvoll, erst die herkömmlichen Therapien, die ohne viel Nebenwirkung ambulant oftmals durchzuführen sind, durchzuführen und zu schauen, ob der Patient nicht damit auch schon eine ganze Reihe von Jahren mit guter Lebensqualität leben kann. Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit auch für Patienten, die viele Therapien schon hatten, um dann zu behandeln. Noch wir, ich freue mich auch darüber, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten in Zusammenarbeit mit unserer Schwesterklinik in St. Georg, in der Asklepios-Klinik in St. Georg, diese Therapie auch anbieten können, um die Patienten, die ich gerade aufgezählt habe, zu behandeln. Einige unserer Kollegen gehen noch einen Schritt weiter und haben schon gar keine Freizeit mehr. Und natürlich arbeiten wir alle rund um die Uhr zur Behandlung des multiplen Myeloms. Aber hier Bart Barlogi, der, wie ich ihn vorhin gezeigt habe, einer der Pioniere der Hochdosistherapie ist, ist jetzt gerade in Rente gegangen. Das ist sein Motorrad, sogar auf seinem Motorradkennzeichen draufstehen hier. Heilung des multiplen Myeloms, wie Sie hier sehen. Das finde ich dann schon sehr, sehr erfreulich. Da sieht man wirklich, wenn der behandelnde Arzt mit Leib und Seele dabei ist. Und ich habe es versucht, aber leider ist das Kennzeichen hier in Deutschland für mich nicht zu bekommen gewesen. So, ich komme zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir in den vergangenen wenigen Jahren wirklich Bahnbrechendes bei der Behandlung von Leukämien und Lymphomen erreichen konnten. Weil diese Erkrankungen selten sind, ist es aber wichtig, dass nicht jeder drauf losbehandelt, sondern dass wir neue Therapien, die Hoffnung birgen, mehr zu erreichen, mehr Patienten heilen zu können. Und das ist in vielen Bereichen wirklich das Ziel der Heilung und nicht nur einfach die Erkrankung ein, zwei Jahre länger aufzuhalten. Das müssen wir im Rahmen von großen Studiengruppen testen,
weil diese Erkrankungen selten sind, damit man eine ausreichende Patientenzahl hat, um zeigen zu können, dass das auch wirklich wissenschaftlich belegt einen Zusatznutzen hat. Deswegen sind wir hier in der Asklepios-Klinik in Altona in einer ganzen Reihe von Verbünden. Natürlich für das Multiple Myelom sind wir ja ganz vorne mit dabei. Das ist ja unser absoluter Schwerpunkt hier in der Klinik. Aber wie gesagt, wie ich Ihnen zeigen konnte, auch bei den akuten Leukämien sind wir in solchen Verbänden und testen neue Substanzen immer mit Augenmerk, dass man auch rechtzeitig sieht, wenn es eine Fehlentwicklung gibt. Ich habe Ihnen gezeigt, vor 50 Jahren gab es durchaus auch schlechte Ergebnisse. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Therapie wirklich mit Augenmaß testet, aber im Rahmen von Studien durchaus einsetzt, um neue Medikamente so schnell wie möglich an den Patienten zu kommen und das Leiden zu lindern und das Überleben zu verlängern. Ich zeige Ihnen nochmal die Einladung von unserem Patiententag zum multiplen Myelom am Sonntag, den 8.11. Nochmal ganz wichtig, wir haben Corona-Epidemie. Ich kann Ihnen nicht sagen, was am 8.11., welche Auflagen dort herrschen. Deswegen informieren Sie sich hier unten auf der Homepage, die ich Ihnen hier eingeblendet habe. Oder schreiben Sie Jürgen Martens an. Hier unten steht die E-Mail-Adresse, um sich dann anzumelden. Plus noch kleine Werbeblock für unseren Patientenaktionstag im Rahmen des Asklepios Krebskongresses 2021, zu dem ich Sie natürlich auch sehr, sehr gerne und herzlich einlade. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.